Carola, du bist ja bekannt geworden dafür, dass du mit deiner Crew, mit der Sea-Watch 3, 53 Menschen im Mittelmeer gerettet hast im Juni und sie in einen sicheren Hafen gebracht hast, gegen den Willen der italienischen Regierung. Vorher warst du aber als Kapitän auch schon für Polarforschung unterwegs und hast im Naturschutz gearbeitet. Und jetzt engagierst du dich bei Extinction Rebellion. Kannst du nochmal sagen, wie gehört das für dich alles zusammen? Wie passt das für dich alles zusammen, diese unterschiedlichen, auf den ersten Blick vielleicht unterschiedlichen Formen des Aktivismus? Ja, also zunächst mal würde ich denken, dass es vollkommen normal ist, dass Menschen sich bei unterschiedlichen Themen engagieren. Ich denke, fast alle, die hier sitzen, haben unterschiedliche Interessen. Und die sich vielleicht ein bisschen im Leben mal verändern, mal das eine, mal das andere stärker zutage tritt, je nachdem, wie die Interessenlage ist. Für mich ist es tatsächlich auch immer eine Frage von Effizienz gegen persönliche Vorliebe. Denn eigentlich arbeite ich seit 2011 im Polargebiet, wo es mir extrem gut gefällt. Das ist eigentlich das Ökosystem, was mir am besten gefällt, wo ich aber durch die wissenschaftliche Arbeit mit den Polarforscherinnen beim sowohl deutschen als auch britischen Polarforschungsinstitut und vielen anderen, aber auch gemerkt habe, wie krass der Klimazusammenbruch tatsächlich ist. Also wenn man irgendwo am Nordpol ist und man kann eigentlich keine genügend dicke Eisscholle finden, um seine Forschungsstation darauf aufzubauen, und einem Menschen wiederum aus eigener Erfahrung sagen können, dass das vor 20 oder 30 Jahren anders war, wenn man das alles selber sieht, hat es nochmal eine andere Auswirkung. Also in Polarregionen ist es erschreckend deutlich, wie schnell diese Klimaveränderung vor sich schreitet. Und daraus hat sich für mich dann auch irgendwann ergeben, dass uns weniger wirklich die naturwissenschaftlichen Fakten fehlen als einfach der politische Wille, wo man sich eben fragen muss, warum fehlt eigentlich jetzt der politische Wille? Es ist ja nicht etwa so, dass zum Beispiel Frau Merkel morgens aufsteht und sagt, ich habe einfach keine Lust auf Klimaschutz, sondern das hat mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, damit, dass eigentlich in unseren Parlamenten, nicht nur in Deutschland, gar nicht für die Mehrheit der Bevölkerung Entscheidungen getroffen werden, weder für die Mehrheit der Bevölkerung, die jetzt gerade in dieser Gesellschaft sind, noch für zukünftige Generationen, sondern dass die Entscheidungen im Regelfall zum Vorteil von kleinen Eliten sind, die auch auf diese Politik Einfluss nehmen. Und ja, wobei ich nun eben eine Vorliebe für das Polargebiet habe und für Naturschutz im Speziellen, ist es bei der Seenotrettung so, dass das eine total spezialisierte Aufgabe ist, die deswegen eigentlich unbedingt von Staaten wahrgenommen werden muss und nicht von privaten Helfern. Und die Organisation Sea-Watch hatte natürlich anfangs auch zum Ziel, einfach zu zeigen, wie schrecklich das ist und was da passiert und dass endlich die Staaten wieder die Seenotrettung übernehmen würden. Deswegen heißt die Organisation natürlich auch Sea-Watch und nicht Sea-Rescue. Leider, wie wir heute wissen, hat sich das alles total anders entwickelt. Für mich also die Frage immer, möchte ich das machen, was mir vielleicht am liebsten ist, oder mache ich etwas, wo es gerade ganz, ganz dringend fehlt? Und da ist es so, dass bei der Seenotrettung zum Beispiel konkret Leute fehlen, die solche nautischen oder technischen Patente haben. Und es war in dieser ganz konkreten Situation der Mission 23 auch so, dass ich eigentlich erst 3 Tage vorher angefragt wurde. Ich bin keine Angestellte von Sea-Watch. Ich bin auch nicht Mitglied des Vereins. Ich mag natürlich die Organisation sehr gerne. Und als man mich 3 Tage vorher angefragt hat, während ich in einem Naturschutzprojekt war, ob ich aushelfen kann, war es für mich natürlich auch klar, dass man das machen muss, weil sonst hätte das Schiff mit der komplett breiten Besatzung nicht auslaufen können und die Mission hätte wahrscheinlich nicht stattgefunden. Ja, als Abschluss, wie Natur und ja, Menschenleben zusammenpassen, muss man, glaube ich, kann man nicht oft genug erwähnen, dass Natur die Lebensgrundlage von uns allen ist. Interessant ist das auch, wie wir sie sehen mittlerweile. Also wir haben im Westen hier häufig diesen Dualismus, der Mensch ist getrennt von der Natur. Das finden wir ganz viel in der Bibel, wo dann zum Beispiel steht, dass die Natur untertan wäre dem Menschen. Wir finden das auch bei Plato, wir finden das bei Descartes. Das ist ganz verankert in unserem westlichen Denken. Wenn man wiederum nach China schaut, ist es anders.
Die Chinesen sehen ein Lebensnetz, wo alles miteinander verknüpft ist. Und ich denke, das ist auch die Art und Weise, wie ich denke. Wir sind in diesem System, in den Ökosystemen drin. Wenn wir sie zerstören, ist kein menschliches Leben mehr möglich. Und das ist genau der Grund, warum wir die Natur schützen müssen. Nur wenn die Natur intakt ist, bietet sie eine Lebensgrundlage für Menschen. Zum Beispiel auch diese ganz elementaren Dinge wie Nahrungsmittel und Wasser. Okay, vielen Dank.